Hallo und herzlich willkommen zu unserer Warm-up-Show anlässlich des Champions League-Spiels Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven. Herzlich willkommen im schönsten Stadion der Welt. Ja, wer kommt ins Viertelfinale? Das ist die große Frage am heutigen Abend. Ist es Borussia Dortmund oder ist es PSV Eindhoven? Für uns ist es natürlich klar. Unser Team wird das heute klar machen. Ihr werdet in den nächsten 75 Minuten alle Informationen rund um das Spiel heute bekommen. Und wir wollen natürlich, dass ihr gut eingestimmt in die Partie geht. Und heute ist mein Freund Tobi Dornbusch bei mir. Da freue ich mich sehr rüber. Und er sagt uns jetzt mal, was wir alles vorbereitet haben für euch. Danke, Nobby. Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen hier aus Dortmund. Wir haben gleich unseren heute leider gesperrten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hier am Tisch. Dazu ein Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund. Kalle Riedle wird zu Gast sein. Wir hören, was Julian Brandt, Edin Terzic und Donny Malen vor dem Spiel zu sagen haben. Und sobald wir dürfen, erfahrt ihr hier als allererstes die Aufstellung. Welche Elf schickt Edin Terzic hier in das Rückspiel gegen PSV? Ja, und die Ausgangslage ist natürlich jedem klar. 1:1 im Hinspiel und die Regel, dass Auswärtstore doppelt zählen, die gibt es jetzt nicht mehr. Von daher muss heute einer gewinnen und das wollen natürlich wir sein. Vor 3 Wochen gab es das Spiel 1:1 in Eindhoven und wie das Spiel so gelaufen ist, schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal an. Der weltbeste Fotograf, da müssen wir gleich so auch mal drauf. Geschafft. Wir mussten uns jetzt blitzschnell rumdrehen, damit er noch ein schönes Motiv hat. Ja. Also, wir haben uns rumgedreht. Er wollte ja ein schönes Motiv. Aber wir haben ja trotzdem die Highlights des Hinspiels gesehen. Du warst mit in Eindhoven. Was machen wir jetzt mit diesem 1:1? Was ist so deine Ansicht des Spiels mit ein bisschen Abstand? Sind ja knapp 3 Wochen. Als wir vor 3 Wochen da waren, hatten die Jungs 22 Spiele gespielt in der Liga, hatten 20 Mal gewonnen, 2 Mal unentschieden gespielt. Jetzt ist es 22 Siege, 3 Mal unentschieden. Und wir haben natürlich oder wussten natürlich, wie gefährlich die Jungs sind. Die haben im Moment, man muss sich das mal vorstellen, 80 Tore erzielt und nur 10 reinbekommen. Also das ist schon richtig klasse. Wir wissen, wie stark sind De Jong und auch Tillman. Das sind für mich extrem gute Spieler. Da müssen wir heute aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass die heute einfach sagen, wir kontern mal ein bisschen. Wir müssen von der ersten Minute an, meiner Ansicht nach, auf die Führung gehen, früh ein Tor schießen. Dann wird das Spiel eine Wendung bekommen und dann können wir vielleicht bei uns im eigenen Stadion kontern. Mal schauen. Ich glaube, es wird ein hochinteressantes Spiel. Bin aber felsenfest davon überzeugt, dass am Ende der Sieger Borussia Dortmund heißt. Du warst ja jetzt selbst auch Profi, hattest auch mal so Hin- und Rückspiele. Jetzt liegen da 3 Ligapartien zwischen. Wie ist denn das? Erinnert man sich überhaupt noch an das, was im Hinspiel war? Oder braucht man da nochmal diese Einstimmung, die Sitzung, die Analysen? Oder sagt man einfach, weißt du was, was vor 3 Wochen war? Es geht ja quasi bei 0:0 los, auch wenn es jetzt, gerade weil es jetzt keine Auswärtstorregel mehr geht. Wer heute gewinnt, kommt weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Spieler das Spiel noch im Hinterkopf haben. Aber Edin wird natürlich auch noch mal alle Fehler, die wir in dem Spiel gemacht haben, den Spielern vorhalten, sagen, pass auf, das müssen wir heute definitiv besser machen. Und von daher werden die Spieler heute hochkonzentriert ins Spiel gehen. Und ich glaube, dass sie genau wissen, was vor 3 Wochen da passiert ist. Und wir haben alle gesehen, Tobi, alle, wir können Eindhoven schlagen, wenn wir konzentriert zu Werke gehen. Ich freue mich drauf, dass Mats heute hinten drin spielt, der mit den öffnenden Pässen vielleicht wieder hier und da ein Loch in die Abwehr
von Eindhoven reisen kann. Tut mir leid für Schlotti, dass er nicht spielt, der aber jetzt im Anmarsch ist. Mit Geleitschutz kommt er zu uns. Also wir können gleich unsere Fragen stellen. Da freuen wir uns. Und wir können, glaube ich, die Zeit nutzen, während Schlotti jetzt verkabelt wird. Denn ich habe gerade aufs Ohr bekommen, einen kleinen Hinweis hast du gerade schon gegeben mit Mats Hummels, ist, die Aufstellung ist raus. Und wer anders als du trägt jetzt die Aufstellung vom Borussia Dortmund vor am heutigen Abend? Also ich will es mal so sagen, Tobi. Ich war gestern Abend beim Abschlusstraining. Und wenn man da so ein bisschen geschaut hat, konnte man vielleicht erkennen, wer spielt. Ich habe es vorweggenommen, aber wen hätte man denn übrigens auch sonst dahinstellen können. Also, ich mache das gleich zusammen. Wenn Schlotti, der wird jetzt jede Sekunde zu uns kommen. Die es nicht mehr aushalten können, sehen es gerade schon oben eingeblendet. Da läuft es schon durch, gleich ein bisschen. Aber dann gehen wir mit Schlotti da gleich sofort drauf ein. Nico, grüß dich. Schlotti, ja. Einmal nach außen bitte. Nach außen? Ja, genau, Nobby kommt in die Ungewohnt, dass Schlotti vom Spiel zu uns kommt. Wir freuen uns natürlich. Menge los auf der Straße, ne? Ja, ich muss sagen, ich kam von mir aus gut durch. Ich habe mich ein bisschen vorgedrängelt. Die Leute erkennen ja einen, wenn du ein bisschen reinziehst. Muss man dann hier, wenn es zum Spiel geht, auch Zweikampfstärke zeigen? Muss man ein bisschen Zweikampfstärke zeigen. Das habe ich auch draußen gezeigt. Ja, sehr gut. Danke, dass du das gemacht hast. Ja, vielleicht im Hinspiel warst du noch mit auf dem Rasen, hast gespielt. Heute bist du an die Seitenlinie verbannt. Mit ein bisschen Abstand, wie hast du das Spiel in Eindhoven in Erinnerung? Sehr zähes Spiel. Ich glaube, dass wir davor das Wolfsburg-Spiel hatten, wo schon ein bisschen zäh war. Dann machst du eigentlich 1-0 in Eindhoven. War es aber nicht so richtig drin. Und zweite Halbzeit, da bin ich dann auch ehrlich, ist es 1-1 gefallen. Wie das dann gefallen ist, eine andere Sache. Aber dann war das verdient von Eindhoven. Dann haben wir probiert, hinten vor allem gut zu verteidigen, nur ein Tor hinzubekommen. Dass wir eine relativ gute Ausgangslage für heute haben. Weil in dem Heimstadion, ich habe das nach dem Hinspiel gesagt, bin ich der Meinung, dass wir es heute rücken können. Hier steht's. Ja, Schlotti hat nach dem Spiel gesagt, Flutlicht, Champions League Heimspiel, der BVB kommt weiter. Was macht dich so optimistisch? Das Stadion, die Fans, die Euphorie, die, glaube ich, wieder herrscht. Ich war heute Mittag in der Stadt, ich habe das wieder erste Mal so ein bisschen hautnah miterlebt. Das ist Wahnsinn. Ja, die Leute wollen heute wieder, die haben richtig Bock drauf. Ich glaube, wir wissen, dass wir in der Bundesliga nicht so performen, deswegen ist das auch wieder so ein Highlight-Spiel für die Fans und ich bin heute guten Mutes, dass wir das hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal verloren haben, wenn abends das Licht angegangen ist. Wir wollen es ja nicht beschwören. Die Statistik kennt nur Boris Rubert, glaube ich. Ja, Nobby, bevor ich zu meinen klassischen Reporterfragen komme, macht einmal die Aufstellung, ganz damit genau. Die Leute mal mit Schlotti wissen. Zusammen, ganz genau. Also im Tor ist natürlich Greg Kobel in der Viererkette, Niklas Süle rechts in der Innenverteidigung, Emre Can, Mats Hummels, links Ian Maaßen, davor Salih Özcan und Sabitzer, davor Malen Brandt, Sancho Fülle. So, jetzt von Mannschaftskollege zu Mannschaftskollege. Ist das die Aufstellung, die du auch erwartet hast? Dadurch, dass ich ja relativ nah an der Mannschaft bin, habe ich gestern schon erfahren, wer spielt, weil man es gestern schon gesehen hat. Ich hatte es auch beim Training. Ja, sehr schön. Deswegen bin ich sehr optimistisch heute. Die Jungs sind heiß und sie werden das Ding heute rocken. Kurz bevor du noch Fragen stellst, ich habe das Letzte, was ich hier heute sage, bevor ich mich auch verziehe und das Spiel anfängt, ist, ich glaube, dass heute das Stadion ein Spiel entscheiden kann. 100%. Ich glaube, das hast du oft bei Champions League-Abende. Und hier in Dortmund ist das nochmal speziell, weil du natürlich eine ganze gelbe Wand als Wucht hast. Du hast ein ganzes Stadion mit 81.000, die Wucht entfachen. Deswegen, wie gesagt, ich bin sehr optimistisch. Ich hoffe, die Jungs kriegen das heute hin. Und mit einer guten Leistung, glaube ich, schaffen wir das heute. Du sitzt oben auf der Tribüne? Ich sitze oben auf der Tribüne, hoffe ich, dass Kai dich öfter mal einblendet, aber, wenn du jubelst. Aber ich hoffe, ich stehe öfter, als ich sitze. Ja, genau. Was bist denn du für ein Typ Zuschauer, wenn du dann dabei bist? Gehst du da voll mit? Willst du auch mal rein oder hast du dich im Griff und sagst, die Jungs machen das schon? Emotional. Ich habe eigentlich immer so einen Aberglauben gehabt, dass ich dann die Spiele von zu Hause auch verfolge, die Heimspiele, weil das einmal, wo ich hier war, nicht geklappt hat. Aber ich werde heute da sein. Ich habe den Antonis Papadopoulos links neben mir. Der hat gerade den Zweikampf gemacht im Auto. Hat gezeigt, dass wir rein müssen. Und ich glaube, wir werden heute abgehen. Und
ich hoffe, das Spiel reißt uns auch mit und wir werden eine tolle Borussia sehen. Ich habe die klassische Reporterfrage gerade schon angedroht. Ich muss sie einmal stellen. Du fehlst gelb gesperrt. Wie schwierig ist es? Oder andersrum, wie heiß hast du die Jungs gestern gemacht, dass sie ins Viertelfinale kommen, dass du wieder mit auf dem Platz stehen kannst? Schwierig ist es, weil ich glaube, du bist immer nervöser, wenn du nicht spielst, weil du das Gefühl hast, du kannst nicht eingreifen. Muss aber ehrlich sagen, ich habe mir das mit meinen ersten zwei gelben Karten selber eingebrockt. Deswegen in Eindhoven kam ich zu spät. Ja, es ist nun mal so, die Jungs werden das aber auch hinkriegen. Ich glaube, stehen trotzdem 11 Spieler auf dem Feld, die internationales Niveau haben. Deswegen bin ich trotzdem guten Mutes, dass wir das heute hinbekommen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du warst gestern im Training dabei, du warst in den Sitzungen dabei. Auf was gilt es heute zu achten gegen PSV? Ja gut, wir hatten das im Hinspiel schon. Wir haben natürlich mit De Jong, glaube ich, den Kopfballspieler in Europa. Den musst du mal einen Mann zustellen. Ich glaube, dass wir da auch mit Mats und Emre zwei haben, die sehr gut gegen den Mann arbeiten können im Strafraum. Und dann musst du natürlich auf die Umschaltspiele achten. Du hast über die Außen hast du zwei sehr, sehr schnelle mit Lozano und Tillman, der ist auf der 10 und rechts außen. Fällt gerade der Name nicht ein. Ich guck mal eben nach, weil die Aufstellung ja, ist PSV links wo ist sehr schnell und so. Hinspiel hat uns auch viele Probleme bereitet. Deswegen musst du natürlich auf die Konter achten. Ich glaub, aber wenn die Mannschaft so eingespielt ist wie das Doppel Papadopoulos Schlotterbeck, dann wird heute nichts schief gehen. Deswegen, ja, wir probieren von der ersten Sekunde auch von da oben Gas zu geben. Vielleicht die drumherum auch nochmal anzuheißen. Die es nicht wissen. Toni und Nico sind von klein auf, Best aber Buddies, sowas ja. von Best Buddy. Deswegen, ich glaube, wir kriegen das heute hin. Wir müssen auf die Konter achten, weil da sie sehr, sehr stark sind. Sie haben ihre zwei, drei Abläufe, aber ich glaube, wir machen das heute. Ja, ich glaube, alles, was ich wissen wollte, habe ich erfahren. Sehr schön. Nico, schön, dass du noch ein bisschen Gas gegeben hast auf der B1. Ich hoffe, ich gehe du bist jetzt auch nicht hoch und esse erstmal was. Viel Spaß. Während sich Nico verabschiedet, schauen wir ein bisschen rein. Euch was auch. Viel war Spaß, bei ne? der PK? Was ist da gewesen? Nico, Dankeschön. Danke und euch, danke ich euch. Hoffe, dass wir nachher ein Bier zusammen trinken können. Ja. Nobby hat es schon gesagt, Schlotti hat sich die Zeit bei uns genommen, geht jetzt hoch. Und wir gucken jetzt mal gestern auf der Pressekonferenz, was Edin Terzic und Donny Mahlen zu dem Spiel heute gegen PSV gesagt haben. Wichtig ist, dass wir die Chance morgen wahrnehmen, dass wir alles dafür investieren, uns dann für die letzten 8 Mannschaften in Europa in der Champions League zu qualifizieren. Und da war ein langer Weg, bis wir dann heute hier stehen können und diese Frage gestellt bekommen. Und trotzdem müssen wir die Antwort morgen geben. Die Antwort liegt auf dem Platz, nicht hier. Und deshalb geht es für uns darum, zu zeigen, dass unsere Saison noch lange nicht vorbei ist. Ich denke, dass sie gewoon echt sowieso eine hele goede selectie haben. Ze hebben gewoon heel veel spelers die eigenlijk gewoon de basis kunnen starten. En ja, natuurlijk hebben Luc. Luc is in een hele goede vorm. Dat is sowieso een gevaar. En ik denk ook als team, ja, ze hebben ook gewoon een bepaalde spirit. Die moet je ook hebben als je zo weinig wedstrijden niet verliest eigenlijk. Dat gebeurt niet zomaar. That's the most important that we know that we can rely on the support, even though it was a tough season for our supporters. But we know that if we all stick together, if we all are brave, if we all are positive, and if our fans are loud, then it's much easier for us to perform well. And it's much easier and much harder for the opponent to perform well. And this is something that we're really looking forward to, but we also feel the responsibility to give something back. And that's our part of the story. We need to perform well. We need to prepare ourselves. We need to be brave. We need to be ready to show everybody that we are willing to step into the next round. And then we're going to get the most incredible support that you can imagine. So, jetzt haben wir einen Gast bei uns, über den ich mich sehr freue, weil er weiß natürlich, wie es geht, Champions League zu gewinnen. Normal würde ich sagen, begrüßt mit einem riesen Applaus, aber das ist in dem Falle blöd. Schön, dass du da bist. Kalle Riedle. Kalle, grüß schön. Nobby. Alles gut. Bist du auf dem Weg hier hin auch schon? Hast du festgestellt, dass eine besondere Stimmung wieder ist? Ja gut, Europapokalspiele sind immer eine ganz besondere Atmosphäre. Sieht man wahrscheinlich dann auch später heute Abend noch. Es sind zwei Fanlager, die wirklich richtig intensive Fangruppen auch haben. Ich glaube schon, dass richtig was abgebrannt wird heute. Dir geht's gut, alles gesund, alles wunderbar. Alles gut. Sehr schön. Also, mit von Edin und Donny haben wir eben gehört.
was Sie gleich erwarten. Was erwartest du für ein Spiel? Was glaubst du, was wir hier in den nächsten 90 Minuten sehen? Hoffentlich nicht länger. Ich glaube, wir haben ja schon einen Anhaltspunkt gehabt, wenn man das Hinspiel gesehen hat, was möglich ist. Also Eindhoven hat eine gute Mannschaft. Wir haben mit Peter Bosch einen Trainer, der Offensivfußball wie wahrscheinlich kein anderer Trainer auf der Welt auch pflegt. Und jetzt treffen zwei Mannschaften eigentlich aufeinander, die eigentlich von vornherein auch offensiv ausgerichtet sind. Und von dem her glaube ich schon, dass es ein hoffentliches Spektakel gibt. Von beiden Seiten natürlich hoffen wir uns alle einen riesen Fußballabend mit dem Sieg vom BVB. Uns wird laut heute, glaub es mir. Ja, mit Sicherheit wird es laut. Also, Nobby, du warst ja auch genügend oft dabei, dass du weißt, was gerade an solchen Abenden auch passieren kann. Die Fans sind wahnsinnig wichtig auch für die Mannschaft, dass sie sehr immer wieder nach vorne peitschen. Das brauchen sie im Moment. Sie haben ja jetzt auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt. Es waren zwei schwere Spiele, es waren vielleicht nicht die allerbesten, aber die Punkte waren bei uns da. Und deshalb glaube ich schon, dass sie voll sind mit Selbstvertrauen und mit den Fans im Hintergrund wird es auch richtig Spektakel geben. Dann. Wir haben gerade, du hast über das Hinspiel schon gesprochen, PSV, danach zwei Siege, ein Unentschieden gegen Feyenoord. Die sind also weiter ungeschlagen geblieben. Was braucht es aus deiner Sicht, um die heute zu schlagen hier? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir müssen vor allem defensiver stehen. Wir dürfen uns nicht zu sehr locken lassen. Ich glaube, wenn wir die Mannschaftsaufstellung nachher auch sehen, sieht man dann, ist auch mit Süle dann auch auf der rechten Seite noch zusätzlich ja, ein Spieler, wo einfach defensiv eingestellt ist von seinem Charakter her. In der Offensive haben wir genügend gute. Also man muss einfach einen Mix finden zwischen, ja, zwischen Abwehr und Angriff heute. Wir dürfen uns nicht zu sehr locken lassen. Eindhoven hat gute Spieler, vor allem auch vorne drin. Also es wird sicherlich interessant werden, ja, wie man das Spiel angeht. Aber Edin wird sich mit Sicherheit genügend Gedanken gemacht haben. Du sprichst die Aufstellung an, die Kollegen blenden sie gerade auch noch mal ein. Es ist ja dann letztlich im Vergleich zum Spiel gegen Werder Schlotterbeck raus, der gelb gesperrt ist. Dafür Özcan rein, Can rückt einen nach hinten. Aus deiner Sicht, hättest du es auch so aufgestellt? Ja, also ist sicherlich eine gute Mannschaft. Mit Mats ist auch für ihn wieder eine Riesenplattform heute Abend, sich zum Präsentieren. Da war er ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten. Aber klar, also wenn man die Mannschaft heute sieht, sie ist gut ausbalanciert, würde ich jetzt mal sagen. Mit Sabitzer und Özcan sind auch zwei Spieler, die eigentlich auch defensiv ein bisschen denken sollten. Und genügend vorne mit Malen und mit Sancho Brandt. Da ist genügend Qualität, die auch im spielerischen Bereich nach vorne was abbrennen können heute Abend. Die Frage hat Kalle ja schon so gut wie beantwortet. Die letzten beiden Spiele nicht so gut gespielt, aber die Punkte bei uns, das sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man heute mit einem breiten Kreuz in die Partie geht. Ja klar, ich meine, du kannst, wir kamen jetzt nach diesem 2-3 da gegen Hoffenheim, was natürlich ein Kackspiel war von unserer Seite. Das dürfen wir auf keinen Fall hergeben. Die drei Punkte können nur wehtun am Ende. Haben sie sich trotzdem gefangen und du weißt selber, wir waren beide Spieler, wenn das Selbstvertrauen einfach nicht da ist und die Mannschaft hat einfach nicht so den Weg gefunden, wie sie eigentlich normalerweise Fußball spielen kann. Und in der Phase ist einfach wichtig, dass du die Punkte holst. Und dieses ganze Gezaubere wird dann auch wieder kommen, wenn man voll ist mit Selbstvertrauen. Und deshalb, ich glaube, heute Abend, das kann so ein Brecher sein, wenn du heute Abend richtig ablieferst. Und in der Champions League, muss man ganz ehrlich sagen, haben sie permanent immer gut abgeliefert. Und von dem her gesehen, glaube ich, dass das so ein Büchsenöffner auch sein kann für den Rest von der Saison. Weil da kommen ja nur einige harte Brocken die nächste Zeit. Und ich habe auch so das Gefühl, als wenn die Fans sich so sehr auf das Spiel freuen, die Chance wieder ins Viertelfinale zu kommen. Ich glaube, die alle im Stadion sind heute heiß. Das wird heute so laut und so intensiv wie selten in diesem Jahr. Ja, die Chance ist riesengroß. Ich meine, 1-1 ist ein okay Ergebnis auswärts, da kann man nicht meckern. Zu Hause muss man, wenn man überhaupt in ein Viertelfinale kommen will, muss man natürlich gewinnen, das ist klar. Das hätten sie so oder so machen müssen. Aber wie gesagt, man darf die nicht unterschätzen. Also ich meine, man braucht ja nur die Tabelle in Holland anschauen, so klar vorne zu sein. Die letzten Ergebnisse haben auch mit Sicherheit die Mannschaft richtig nach vorne nochmal gepusht. Also es wird ein unglaublich intensives Spiel werden heute Abend. Jetzt haben wir die Einschätzung von Kalle gehört, wir haben sie vorhin von Schlotti gehört. Wir haben uns aber unter der Woche auch noch mit Julian Brandt unterhalten und hören mal rein, was unser Mittelfeldstratege zu diesem Spiel sagt. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir zu Hause spielen, aber ergebnistechnisch ist es im Grunde genommen 50-50. Wir haben keine Auswärtsregel mehr, wir brauchen einen Gewinner, wir brauchen einen Verlierer. Das ist am Ende das Thema und ich glaube, wenn wir es schaffen, das Stadion zu nutzen als Energiegeber, als vielleicht auch Einschüchterung, weil es ist nicht einfach als Auswärtsmannschaft in Dortmund zu spielen, das
kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann kann es sicherlich ein erfolgreicher Abend werden. Ich kenne den Trainer sehr gut, dementsprechend weiß ich, dass es eine Mannschaft ist, die Ballbesitz liebt, aber die vor allem Umschalten liebt, die eine Geradlinigkeit zum Tor hat, die gute Einzelspieler haben. So, da muss man einfach auch ein bisschen drauf aufpassen, dass da auch jeder in der Lage ist, Tore zu schießen. Sie haben sehr, sehr viele Tore geschossen, sie haben sehr, sehr viele Siege geholt in ihrer Liga. Das heißt, sie haben eine riesen Ansammlung an Selbstvertrauen. Aber genau das ist ja das Thema dann, das so ein bisschen ihnen zu nehmen, indem man halt einfach eine Atmosphäre spürt, wo sie denken, oh, das ist jetzt nicht in Holland Eindhoven, sondern wir spielen jetzt, also man merkt, wir spielen jetzt in Dortmund und da müssen wir uns hinarbeiten, das müssen wir kreieren. Das Stadion kann wirklich zu einem 12. Feldspieler werden. Weil eine Lautstärke herrscht, weil eine positive Energie herrschen kann, die jeden Spieler dazu antreibt, ein Duell zu gewinnen, also einen Zweikampf, einen Kilometer mehr zu laufen nochmal, einen entscheidenden Pass zu spielen, nicht nur in der 15. Minute, sondern halt auch in der 88. oder vielleicht sogar in dem Fall in der 113. Da hoffe ich, dass dann wirklich alle nur das eine Ziel haben und das ist die Runde weiterzukommen. Ja, Jule hat es angesprochen, die Stimmung im Stadion. Kann das vielleicht etwas ganz Wichtiges am heutigen Abend werden? Bisher hat Eindhoven vor 58.000 Zuschauern in Arsenal gespielt. Und das ist die größte Kulisse, die sie hatten. Ist das von mir eine Wunschvorstellung, dass sie vielleicht beeindruckt sind von unserem Stadion? Oder? Ja, ich meine, die Jungs sind auch schon lang dabei. Sie haben mit Sicherheit einiges an Erfahrung auch hinter sich. Trotzdem hier vor der Kulisse zu spielen, war, glaube ich, für alle Bundesligaspieler oder auch internationale Spieler, die hier gespielt haben, was Besonderes ist, mit das größte Stadion in Europa. Und von dem her glaube ich schon, dass es auch einen kleinen Effekt für, oder ich hoffe zumindest, dass es einen Effekt auch auf die Mannschaft haben wird. Ihr hört, Applaus brandet auf hinter uns, seht ihr es, die Torhüter kommen rein. Wir fangen das mal eben mit der Kamera ein, um euch auch da hautnah mitzunehmen. Gregor Kobel, Alex Meyer und Marcel Lotka. Live TV. Das ist live, genau. Und währenddessen komme ich noch mal eben zur Aufstellung von PSV. Die hatten wir nämlich noch nicht. Also im Tor Benitez, dann hinten Tese, Schouten, Boscali und Sergino Dest. Dreier Mittelfeld mit Bustil, mit Joey Fährmann und mit Mauro Junior und vorne Malik Tillmann, Luc de Jong, der Kapitän, und Bakayoko über die Außen, die Schlotti ja auch angesprochen hat, die schnellen. Das sieht aber jetzt nicht nach defensivem Fußball aus. Das sieht nicht nach defensivem Fußball aus. Was mir sofort ins Auge fällt, Lozano, der im Hinspiel sehr aktiv war, vorerst nicht dabei, für euch überraschend. Okay, das höre ich jetzt auch das erste Mal. Ja, sehr überraschend. Ich meine, er ist ein Spieler, wo im 1:1 immer alles auflösen kann, ist ein unglaublich quirliger Spieler, wo dir auf Deutsch gesagt so ein bisschen auf den Eier geht. Und es macht vielleicht aus unserer Sicht schon Sinn, wenn er nicht dabei ist. Gibt es noch andere Spieler, die dir aufgefallen sind im Hinspiel, wo du sagst, wow, da müssen wir aufpassen? Ja gut, er hat jetzt bis auf den Elfmeter nicht so viel gemacht, De Jong vorne drin. Aber er ist einfach ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Der ist immer saugefährlich, wenn die Flanken von außen kommen. Und ich glaube, auf ihn müssen sie ganz besonders aufpassen. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Aber ich habe ja die Ehre, hier mit zwei ehemaligen Top-Stürmern zu stehen. Es braucht heute Tore. Luc de Jong auf der einen Seite, Galle. Niklas Füllkrug auf der anderen Seite. Zwei klassische Neuner nach eurem Geschmack? Ja, absolut. Ich finde, beide sind richtig gute Spieler. Ich denke, wir haben jetzt, was mich ganz besonders gefreut hat, war Jadon Sancho jetzt, dass er einfach mal wieder wahrscheinlich auch den Durchbruch gemacht hat. Er hat am Anfang ganz gut gespielt, dann war er so ein bisschen nicht mehr so, wie man eigentlich gekannt hat. Und jetzt das Tor, wo er da gemacht hat, das war wieder, wie er früher bei uns gespielt hat. Und ich glaube, vielleicht war es für ihn auch so ein Öffner, wo er jetzt wieder total befreit aufspielt. Von ihm oder ja, Dani Malisau, er war in der Saison, hat schon richtig wichtige Tore für uns gemacht. Also ich glaube, die zwei Spieler mit Fülle zusammen, die können das Spiel heute schon entscheiden. Ja. Hast du was zu ergänzen, Nobby? Nö, ich weiß nur, dass wir langsam zum Ende kommen. Und deshalb muss ich natürlich Galle fragen, was glaubst du,
wie dick das Spiel ausgeht. Ich wünsche mir einen Tipp von dir. Ja, also ich glaube, es wird ein enges Spiel. Wie schon gesagt, es wird rauf und runter gehen, Atmosphäre, alles da. Und ich glaube trotzdem an unsere Mannschaft. Ich denke, 2-0 für uns. Nobby, was ist dein Tipp? Mein Tipp ist 3-2. Ich bin auch Herzinfarkt gefährdet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich bin auch eher bei einem 2-0. Ich auch, bin auch gefährdet. Dann, Kalle, vielen Dank, alles dass klar. du dir die Zeit genommen hast. Nobby, ich glaube, bevor wir uns verabschieden, können wir nur noch mal verweisen auf alle, die nicht bei den Kollegen von DAZN, die hier direkt neben uns stehen, auf das neutralste Radio der Welt, wie du immer zu sagen pflegst, aufs Netradio. Ganz genau, da ist natürlich für euch da. Boris und ich werden wieder objektiv wie immer über das Spiel berichten. Ja, das war's hier vor dem Spiel. Ihr habt jetzt alle Informationen. Drückt unserem BVB die Daumen. Das Viertelfinale wäre etwas Großes für uns. Schön, dass ihr dabei wart. Und das letzte Wort hat Tobi. Ich kann mich Nobby nur anschließen. Denkt dran, Netradio einschalten, dem BVB die Daumen drücken und dann sehen wir uns zur Warm-up-Show vom Viertelfinale hoffentlich wieder. Tschüss, macht's gut.